Rahmen der 950-Jahr-Feier der Pfarre Altenmarkt lud die Pfarre die Bevölkerung von Altenmarkt ein, im Zuge eines Tages der offenen Tür den neu renovierten Pfarrhof zu besichtigen. Von diesem Angebot wird auch reichlich Gebrauch gemacht. Das habe ich auch schon mitgekriegt, dass da viele Leute gekommen wären und sie einfach mal das Haus anschauen wollen von innen. Es ist jetzt doch ein Jahr lang umgebaut worden und das ist mir schon neugierig. Es sind einfach viele, die was mit der Pfarre verbunden sind, viele, die was immer wieder in den Pfarrhof kommen und jetzt das erste Mal da reinzukommen in den neu renovierten Pfarrhof, ist für sicher für viele eine schöne Sache. Und außerdem gibt es ja auch Kirchenführungen, auch das ist immer eine tolle Sache. Turm auf kommt man normalerweise das ganze Jahr nicht. Die Pfarrkanzlei ist hell und geräumig und wurde vom ersten Stock ins Erdgeschoss verlegt. Die Gänge sind barrierefrei und rollstuhltauglich. In die oberen Stockwerke fährt ein Lift. Manche Räume sind eingerichtet, manche noch leer. Das sind Wohnungen, die vermietet werden. Pläne und nähere Auskünfte erhält man in der Pfarrkanzlei. Silvia Haversatter, ehemals Pfarrsekretärin, erinnert sich gerne zurück. Es war eine total schöne Zeit. Man hat so viel erlebt im Pfarrhof. Das war so eine schöne Arbeit. Traurige Sachen, sehr traurige Sachen, schöne Sachen. Es ist ein ganz toller Beruf gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ich war früher auf der Bank und dann bin ich da gewesen. Ich habe nur die zwei Berufe gehabt, aber es war ein schöner Beruf, wirklich. Auch auf technischer Seite ist der Pfarrhof am neuesten Stand. Ja, ein absolut gelungenes Bauwerk jetzt, der Umbau. Also der Pfarrhof ist ja der Kern saniert worden, also Estrich raus, alles raus. Wir haben gerade bei den Elektroinstallationen alles komplett erneuert, also Netzwerk, Alarm, Video etc. Ein gelungenes Projekt insgesamt, ja. Ich muss sagen, ich bin total begeistert. Man hat Gott sei Dank nicht nur ein bisschen Sanierung gemacht, sondern wirklich eine Generalsanierung, dass also wirklich dieser Pfarrhof im neuen Glanz erscheint. Man muss wirklich sagen, egal ob du jetzt außen vorbei gehst oder vorbei fährst oder ob du jetzt drinnen bist und dort die Räumlichkeiten durchgehst, es ist ein neues Schmuckstück für Altenmarkt. Wer sich für die 950-jährige Geschichte der Pfarre Altenmarkt interessiert, kann in einer Chronik nachlesen, erhältlich im Pfarrsekretariat.